Nach dem Wochenende musste ich erstmal wieder ein bisschen reinkommen hier ins Spiel, denn mir macht die Zeitumstellung eigentlich nicht wirklich zu schaffen, aber irgendwie das Wochenende war, ja, wie soll man sagen, es war ein bisschen unpässlich, es war ein bisschen spannend. Wir haben einen schönen Livestream gehabt am Samstag, beziehungsweise war das Samstag, Sonntag, ne, Montag war es, ne? Montag war es. Und haben dort im einen kleinen 50er mitgespielt, aber Ergebnis zeige ich euch gleich. Warum bin ich eigentlich auf dem Dorf? Der ist nicht neu. Leute, der Beckensheriff ist nicht neu. Das war der Alex 360. Weil der Alex 360 mich so nett behandelt hier zu Hause, habe ich gedacht, ich bin nämlich mal oben für 500 Gems und das heißt also 500 weniger auf seinem Konto und es ist noch der alte Account, also der Rathaus 12, was mich dann so ein bisschen verwirrt hat, muss ich sagen, dass es ja im Shop die Piraten, doch die Piratenszenerie wieder gibt. Ich habe verpeilt, dass es die schon mal gab und habe die bei dem einen oder anderen bei mir gesucht, vor allen Dingen beim Thorsten. Aber auch beim Wechseln des Games hier auf andere Accounts ist mir aufgefallen, dass es ja gar nicht das Halloween-Bild ist, sondern vom Clashfest jetzt das Bild. Heute Morgen war da noch von der Clanstadt das Bild. Könnt ihr euch sicher, das habt ihr bestimmt auch. Ganz komisch ist, meine, es ist immer noch die spooky Musik da, ja, aber es ist irgendwie, der Ladebildschirm ist nicht mehr der von Halloween. Keine Ahnung, wann der hier wieder reinkommt. Aber ihr seht, ich bin hier auf dem Avatar und auch der Avatar ist leider im Clan Free-to-Play. Also ich war auch ein bisschen verpeilt, muss ich sagen, denn ich war ja mit dem Avatar im Clan. Wo waren wir eigentlich? Warte, wo waren wir eigentlich? Das sehe ich jetzt hier. Wir waren bei den Rising Rivals und haben dort einen 50er Clankrieg mitgespielt. Und der ist ganz knapp verloren gegangen. Also wirklich, wirklich knapp. Der Gegner hat gut vorgelegt gehabt, dann über die Nacht. Und ich blende euch aber jetzt mal eben das Ergebnis ein. 122 zu 122. Ich bin dann Hals über Kopf aus diesem Clan raus, weil die Suche in beiden Clans, bei den Herausforderern und bei Free-to-Play lief schon. Und als ich mit dem Avatar wieder in den Herausforderer-Clan kommen wollte, war die Liga bereits Geschichte. Sie war also schon gefunden. Sehr ärgerlich, muss ich sagen. An der Stelle, das heißt, ich bin dann fix in den Clan Free-to-Play rein. Da konnte ich die Suche nochmal anhalten. Und jetzt bin ich halt hier mit meinem 14er. Was willst du machen? Also echt verpeilt. Ärgert mich natürlich ein bisschen, dass ich vor allen Dingen jetzt ein 14er weniger habe bei den Herausforderern. Dafür haben wir hier ein 14er jetzt mehr. Und das sieht auch schon ein bisschen komisch aus jetzt hier in der Liga. Kann ich euch sagen, denn wir spielen. Oh, wir spielen eine 30er. Wir spielen eine 30er hier, kaum zu glauben. Aber die da unten werden sich umgucken. Denn ich habe schon geschaut, was in der Liga so auf uns zutrifft. Und ich würde sagen, da hat hier keiner was zu lachen. Da hat hier niemand was zu lachen, auch ich da oben nicht. Und also es wird eigentlich eine blöde Woche. Habe ich gestern Abend noch auf Discord geschrieben. Eigentlich müsste ich mich eine Woche verkrümeln. Und bin froh, wenn wir dann nächste Woche haben. Dann habe ich nämlich Urlaub und lehne mich mal so richtig entspannt zurück. Aber hier müssen wir jetzt erstmal Liga spielen und naja, was willst du machen? Ich habe jetzt eben noch mal geschrieben, die Leute sollen doch bitte an die Clanbogen ranschreiben, was sie haben wollen. Ne, I need Reinforces und über was hier? Überraschung mit Spaß, mit Spannung, Spaß und Spielen. Was soll ich der Patty jetzt reinpacken? Hier ein Überraschungsei oder was? Oder wie war das? Oh Mann, oh komm, ey. I need Baby Drache, zwei Drachen. I need Lava Hund, zwei Drachen. Aha, Isa hat's gerallt. Der Ramses auch, der war aber auch schon mal hier. Tutmosis war auch schon mal hier. Gimme, gimme, gimme. Jo, hier sind vorbei. Aber, Mann, Mann, Mann. Ihr seht schon, es regt mich nicht wirklich auf. Aber ich packe da dann jetzt irgendwas rein oder die packen da irgendwas rein. Dann sind die Clanbogen wenigstens voll. Sind die Clanbogen wenigstens voll. Ja, was ich tatsächlich mit dem vielen Gold und Elex hier mache, das weiß ich noch nicht. Ich nenne das Elex immer ganz witzigerweise Gold und Silber. Das weiß ich noch nicht genau. Nur muss ich mal schauen, dass wir hier was Sinnvolles, also die Bauarbeiter sinnvoll beschäftigen. Was auf jeden Fall geklappt hat, Leute, ist, dass ich euch ja erzählt habe, dass wenn ihr einen Pass gekauft habt im Vormonat, also im Monat Oktober, dass ihr
dann 200 Punkte bekommt, wenn ihr euch den auch im November wieder kauft. Das stand auch so in Bild, also es war dann so ein Bild da drin, wo drin stand, kauf den Pass und du bekommst gleich 200 Punkte. Das war auch bei dem Geschenkenpass so. Das ist auch beim Geschenkenpass so. Das heißt also, der Avatar hier, der bekommt den Pass ja immer von mir geschenkt, hat direkt die 200 Punkte gehabt. Habe jetzt noch 40 Punkte reingespielt. Das heißt, wir haben sofort die Sachen, die wir schon geclaimt haben, also die Verzögerung für die Bauarbeiter, also dass sie ein bisschen fixer arbeiten. Wir haben die Forschung um 10% reduziert und auch das Truppenbauen und haben auch schon die Season Bank ein wenig größer, aber ich habe hier jetzt auch noch gar nichts gemacht. Also wie gesagt, ich bin im Moment ein bisschen weiter weg vom Spiel hier. Das muss ich heute in jedem Fall wieder ein bisschen aufholen. So, und wenn ich hier auf den Thorsten wechsle, dann wird es jetzt mal richtig unpässlich, denn das habe ich auch nicht gewusst. Ich habe ja am Montag noch, oder ich habe ja am Samstag, glaube ich, war es, oder am Sonntag, und am Montag habe ich ja Pässe verschenkt. Zwei Stück, ne, insgesamt waren es drei, aber einen habe ich dann noch am Montag verlost und ich habe dann dem Avatar eingegeben und einem Gewinner. Jetzt wollte ich dann natürlich gerne den anderen Gewinnern auch was geben. Das heißt also, gewonnen hat hier auch noch der Kim-Chef. Und wenn ich dem den Goldpass geben möchte, dann steht da, you have reached the limit of donations per season. Man kann nur zwei Pässe pro Saison verschenken, Leute. Das wusste ich nicht. Ich habe gedacht, ich kann mir voll die Taschen leer kaufen oder was auch immer oder voll kaufen hier mit den Pässen und habe gedacht, die kannst du dann einfach so raushauen hier an deine Friends. Nein, zwei pro Saison. Das heißt also, da ich ja immer einen schon dem Avatar gebe, kann nur noch ein anderer pro Saison von mir einen Pass bekommen. Oder aber ich muss das anders machen. Also die beiden mögen sich bitte nochmal bei mir melden. Die beiden werden das wissen, wer das ist. Oder ich spreche sie dann nochmal in den Livestreams an. Das mache ich dann anders. Dann kriegen die halt die 5,49, was der Pass kostet, auf ihr PayPal oder so. Das mache ich sicherlich anders gut. Ansonsten müsste ja jetzt jemand bis Januar warten und ich könnte überhaupt keine anderen Pässe mehr verschenken. Das ist ein bisschen doof, muss ich sagen. Also ich weiß gar nicht, warum das so ist. Könnt ihr mir das vielleicht sagen, warum Supercell das gemacht hat, dass ich nur zwei Stück verschenken kann? Ich meine, ich kann 30 Stück kaufen, aber kann nur zwei verschenken. Das macht überhaupt keinen Sinn. Die sind doch zum Verschenken da, habe ich immer gedacht. Ja, beschenke deine Freunde. Ja, würde ich ja gerne machen, aber kann ich nicht. Mann. Also hier haben wir 15er Liga, CWL dabei, Cassius, okay. Baba Hüß ist auch dabei. Jetzt warte ich nur noch auf einen, denn auch hier haben wir die Liga natürlich gestartet. Jetzt mit einem Rathaus 14er weniger, nämlich dem Avatar. Nur haben wir jetzt nur einen 14er mit Leon da und der ist ganz, ganz frisch, vor allen Dingen 14. Und sind hier, ihr seht das, sind hier sogar mal wieder zwei Zwölfer unten. Es geht leider nicht anders. Es geht nicht anders. Ich kann jetzt auch nicht mehr changen. Also ich hatte ja vor allen Dingen gesagt, ich nehme die Roten gar nicht mit. Gar nicht. Ja. Aber die beiden kann ich jetzt hier in und in klicken. Das ist schon mal gut. Dann kann ich die unteren hier rausklicken. Wer ist der untere? Das ist der Nico. Und das ist er hier. Das heißt, wir sind jetzt unten auch 13er, immerhin. Ja, immerhin 13er. Das sieht eigentlich noch ganz gut aus hier. Gegen den Clan Raubfisch geht es als erstes. Okay, lass mal gerade gucken. Clan Raubfisch hört sich irgendwie so ein bisschen nach einem deutschen Clan an. Lass mal gucken. Es ist ein deutscher Clan. Okay, es ist ein deutscher Clan. Auf ein gutes Spiel, meine Lieben. Und ich bin wirklich gespannt, wie die dann hier antreten. Man sieht ja immer nur den ganzen Clan, aber du weißt ja nicht oder noch nicht, wer hier antritt. Also hier müssen wir noch die Clanbogen befüllen. Liga läuft 15 gegen 15. Ich bin mal gespannt, aber auch da habe ich schon geguckt. Ihr könnt das Ganze ja auch schauen. Ich verlinke euch den Link unten nochmal in meiner Videobeschreibung, wie ihr sehen könnt, was dort oder welche Rathäuser euch erwarten, so muss man sagen. Da braucht ihr nur eure Clantech eingeben und dann seht ihr mit Overview, was die anderen Clans für Burgen haben. Aber das ist ja noch nicht die Aufstellung letztendlich. Ihr seht dann, dass die, was weiß ich, hier 15er haben oder
14-14er, 3-15er und so weiter, je nachdem mit wie viel die antreten, beziehungsweise wie viel sie ausgewählt haben. Hier habe ich noch nichts geschrieben, oder doch? Doch, Skullcast ist aber melden. Also, ich habe rechtzeitig darauf hingewiesen, dass vor allen Dingen die Rathaus 12er hier in den Clan Free-to-Play kommen können zum Ligaspielen. Ihr habt ja gesehen, da sind wir mit Masse auch ganz schön viele Zehner. Mal sehen, ich weiß noch nicht, wie es wird. Also es ist ein bisschen unpässlich zum, ich wollte gerade sagen, zum Wochenstart. Auch da bin ich ein bisschen verpeilt. Ich habe heute Morgen wirklich gedacht, ah, was für ein schöner Montagmorgen. Schön windig, ein bisschen herbstlicher. Ich musste ganz, ganz früh raus, weil ich heute so ein bisschen wieder vor der Arbeit anderer arbeiten durfte. Und deswegen habe ich heute Morgen auch ganz, ganz früh mal aufgenommen. Aber dieses Unpässliche hier, das wollte ich in jedem Fall für euch so ein bisschen festhalten. Jetzt haben wir zwar keinen Clash of Clans gesehen, aber ja, die Piratenszenerie, da wollte ich ja noch drauf zu sprechen kommen. Und dann gehe ich auf den Thorsten und denke so, komm, du gehst mal in den Shop. Wo ist sie? Wo ist sie? Sie ist nicht da. Ja, warum ist sie nicht da? Weil es sie schon mal gab. Das habe ich ganz verpeilt. Die gab es schon mal, Leute. Und ja, man findet sie dann natürlich auch. Also sie ist einfach nur zurück. Ja, wenn man hier die Szene wechseln will, dann gab es diese Piratenszene schon mal. Da ist sie. Und auch das habe ich wirklich total verpeilt. Also ich war wirklich unpässlich und ein bisschen verpeilt am Wochenende, was die Spiel anging. Und auch hier seht ihr, weiß ich noch nicht genau, was ich machen soll. Vieles lockt mich hier im Moment. Ich habe viel Dunkles. Ich habe, wo die Saison jetzt vorbei ist, ich habe hier richtig schöne Kaufsachen. Mal wieder. Und ich würde am liebsten alles kaufen und mich wirklich von meinen Gems mal befreien, dass ich mir da keine Gedanken mehr rüber machen muss. Naja, sei es drum. Ich hoffe, die Folge auf Mittwoch hat euch trotzdem gefallen. Heute Abend mit Clash. Seid mit dabei. Also auf Twitch TV wieder ein bisschen Livestream mitten in der Woche. Ich habe es jetzt auch gepeilt. Wir haben heute Mittwoch. Hurra. Und schon fast wieder Wochenende. Sehr, sehr cool. Also ich bedanke mich fürs Zuschauen. Noch eine schöne Restwoche. Bis dahin. Danke. Euer Toto. Clashed.